Und dann kommen wir zu Punkt 20.2, qualifizierte Bürgerbeteiligung bei der Auswahl von Standorten zur Unterbringung von Asylbewerbern und Ausländern nach sächsischem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Einreicher Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Hier gab es keine Ausschussberatung. Trotzdem würde ich Frau Dagen bitten, den Antrag einzubringen. Danach steigen wir in die Fraktionsrunde ein und es wurden die, wenn gewünscht, Dissidenten anfangen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter erster Beigeordneter, liebe Kollegen, dieser Antrag war ein Eilantrag, der seit April immer wieder aufs Neue verschoben, vertagt und dessen Debatte augenscheinlich hier in diesem Stadtrat mehrheitlich verhindert werden sollte. Wir haben ihn dennoch nicht von der Tagesordnung genommen, weil er in Zeiten aktueller Relevanz einer sich vollkommen losgelösten, dynamisch enthemmt entwickelnden Asylindustrie immer dringlicher wird, in öffentlicher Sitzung hier diskutiert zu werden und mit einer Mehrheit durchzusetzen. Denn wir sind erst am Anfang einer Abwärtsspirale in geradezu allen kommunalen Bereichen. Das Asylthema ist da nur die Hauptkrise, zum Teil auch Ursache neben allem anderen, ob nun Bildung, Verkehr, Kultur, Wohnen, Energie. Die Liste ließe sich entsprechend fortführen. Wem seine Heimatstadt und deren mündige Bürger wirklich wichtig ist, der stimme dem Herzensthema unserer Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger zur längst überfälligen Durchsetzung von qualifizierter Bürgerbeteiligung bei der Auswahl von Standorten zur Unterbringung von Asylbewerbern und Ausländern nach dem sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz zu. Und damit meine ich auch im Hinblick auf aktuelle Belange eine plötzliche Umnutzung, wie zum Beispiel in Altona passiert war, als nämlich aus einem eigentlichen Puff dann eine Asylunterkunft wurde. Bürgerbeteiligung, was ist das eigentlich? Ist ganz gut in diesem Rat vielleicht noch mal zu wiederholen, bedeutet den Bürger an der Entscheidungsfindung zu beteiligen, wenn er an den Folgen der Entscheidung beteiligt ist, meint, wenn es in seinem Lebensumfeld zu Veränderungen kommt, die ihn maßgeblich beeinflussen. Das Volk versteht das meiste falsch, so schon Kurt Tucholsky, aber es fühlt das meiste richtig. Und vor allem fühlt es, wenn es übergangen, in seiner Sorge diskreditiert und verhöhnt wird. Schade, dass unser Oberbürgermeister abwesend ist. Ich zitiere ihn, ob es hier, Ihnen hier in der Mehrheit schmeckt oder ob es Ihnen nicht schmeckt. Sie erinnern sich, Dirk Hilbert, unser Oberbürgermeister, am 31. März zur zentralen Bürgerversammlung in der Dreikönigskirche zu den geplanten Containerstandorten in Dresden. Eine zentrale Bürgerversammlung, von der die Verwaltung der Meinung war, dies wäre eine Form von Bürgerbeteiligung. Aber das ist eben nach Bürgerbeteiligungssatzung von 2019 viel mehr. Ich wiederhole nochmal, Information und geeignete Formate der Mitbestimmung in allen und vor allem in den betroffenen Stadtbezirken und Ortschaften und nicht nur die Teilnahme an ohnehin öffentlichen Beiratsversammlungen. Und bei Zitaten wie, ob es Ihnen hier in der Mehrheit schmeckt oder ob es Ihnen eben nicht schmeckt, und der Information, Asyl wäre kommunale Pflichtaufgabe und dass die Zuweisung vom Bund kommt, dabei sollten wir es nicht belassen. Das wiederum ist nicht in der Gänze kommunal zu regeln, das wissen wir, aber die Instrumente unserer kommunalen Politik sollten und könnten im vollen Umfang, und das beweisen durchaus andere Kommunen, auch mit der hier 2019 mit Mehrheit beschlossenen Bürgerbeteiligungssatzung genutzt werden. Wenn wir denn ein Stadtoberhaupt hätten, das sich für die Breite der Stadtbevölkerung einsetzt. Und das wäre an Herrn Hilbert gegangen, ist nicht da. Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Diese Phrase kennen Sie mittlerweile alle. Katrin Göring-Eckardt hat sich damals sehr darauf gefreut, schon im Jahr 2015, wie vorausschauend und kassandrisch. Ob sich die Bürger allerdings darauf mehrheitlich freuen, das muss unserer Meinung nach erfragt werden und muss diskutiert werden. Stimmen Sie also für eine Stärkung oder besser noch Durchsetzung der Bürgerbeteiligung. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zur Durchsetzung der Bürgerbeteiligung zu. Vielen Dank. Okay, kommen wir zur Fraktionsrunde. Dissidenten. Herr Lichti, danach AfD, hat das Rederecht an Herrn Plötzer abgegeben. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion der sogenannten Freien Wähler, Freie Bürger,
traktiert uns ja mit derart Anträgen jetzt zum wiederholten Male. Ich stand auch schon zum wiederholten Male hier vorne und habe versucht, dort Licht in den Köpfen zu entfachen. Ich versuche es nochmal. Erstens, es handelt sich um eine Pflichtaufgabe, wo die Landeshauptstadt Dresden nicht entscheiden kann, ob und wie viele Flüchtlinge sie aufnimmt, sondern das entscheidet das Land und das entscheidet der Bund. Punkt zwei, als Mitinitiator oder Spiritus Rector der Bürgerbeteiligungssatzung sage ich Ihnen nochmal zum wiederholten Male, der Grundansatz, der Bürgerbeteiligungsansatz ist kein Top-Down-Ansatz, sondern ist ein Bottom-Ups-Ansatz, wie es so schön neudeutsch heißt. Das heißt, er soll den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, Bürgerbeteiligungssatzungen, die sie in einer konkreten Situation für eine konkrete Frage für nützlich halten, zu initiieren und dort entweder eine Bürgerinformationsveranstaltung zu generieren, wo die Stadtverwaltung dann präsent sein muss und Antwort geben muss, oder im Wege eines Bürgerforums eine Empfehlung für den Stadtrat abzugeben. Diesen Weg haben Sie zum wiederholten Male nicht eingeschlagen, sondern Sie kommen jetzt hier zum Stadtrat und sagen, bitte Stadtrat, entscheide das doch. Und dann in einer Situation, wo wir alle wissen, dass nicht nur diese zentrale Veranstaltung am 31. März stattgefunden hat, sondern dass auch in jedem Stadtbezirksbeirat Informationsveranstaltungen noch und nöcher, Tage der offenen Türe und so weiter und so weiter. Ich frage Sie, was soll die arme Stadtverwaltung denn eigentlich noch tun? Und wenn es Ihnen tatsächlich darum gehen würde, jetzt dort, darum geht es Ihnen ja offensichtlich, ich muss mich korrigieren, jetzt den Bürgerzorn hier in den Stadtrat zu tragen, ja, um damit ihren innerrechtsradikalen Positionskampf mit der AfD, wo sich leider jetzt ja auch die CDU angeschlossen hat, seit einigen Monaten zu führen, und Sie so sicher sind, dass Sie die Bürgerinnen und Bürger auf Ihrer Seite haben, dann nutzen Sie doch die Bürgerbeteiligungssatzung und fangen an, Unterschriften zu sammeln. Sie brauchen nur 500 Unterschriften, dann bekommen Sie diese Bürgerempfehlungsversammlung. Warum machen Sie das nicht? Ich habe eine Idee, weil Sie nämlich sicher sind oder wahrscheinlich befürchten müssen, zu Recht, zum Glück in dieser Stadt, dass Sie keine 500 Unterschriften zusammenbekommen dafür. Es macht sich nämlich einfacher, mit Plakaten, mit den Nazis, mit Herrn Schreiber und Co. durch die Lande zu ziehen und zu sagen, wir sind das Volk. Ja, bla bla bla. Ja, so, ja. So, dann machen Sie sich doch mal die Arbeit zur tatsächlichen Bürgerbeteiligung. Dann beschäftigen Sie sich mal mit den Themen und dann überlegen Sie doch tatsächlich, was zu verbessern ist. Und kommen Sie hier nicht mit diesen vordergründigen populistischen Anträgen und bitte hören Sie auf, dafür die Bürgerbeteiligungssatzung auch noch in Haftung zu nehmen. Vielen Dank. Letzter Redner für die AfD-Fraktion, Herr Plötze. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Gäste. Am 23.11. fragte der Stadtbezirksbeirat Leuben die Möglichkeit der Anberaumung einer Einwohnerversammlung zur Erörterung der Einrichtung und des Betriebes einer Flüchtlingsunterkunft in Schworbitz an. Der Anfrage voraus ging eine wechselvolle Informationslage über die Absichten der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit den seinerzeit von den Anwohnern beobachteten bauvorbereitenden Maßnahmen auf dem Gelände der alten Schule in Schworbitz. Zwischenzeitlich, der Herr Lichti hat darauf hingewiesen, wurden im Hinblick auf die Planung von ursprünglich 9 angedachten Containersiedlungen Stadtbezirksbeiratssitzungen mit Elementen der Bürgerbeteiligung durchgeführt. Dabei konnten Bürger, wie Sie wissen, gegenüber Verantwortungsträgern, die tatsächlich in die Planung eingebunden sind, ihre Fragen stellen und Hinweise auf ortsspezifische Besonderheiten geben. In Bezug auf die Containersiedlung in Schworbitz wurde hingegen keine Sitzung durchgeführt. Die Anfrage wurde nicht beantwortet, eine abweichende Behandlung der Anwohner nicht begründet. Dieser Umgang mit dem Stadtbezirksbeirat Leuben, wie den Bürgern in städtischer Randlage, offenbart die Grenzen, zumindest aber Problemlagen repräsentativer demokratischer Formen, im Falle nachhaltig eingepflegter Demokratiedefizite. Es ergibt nämlich Sinn, wenn die Verwaltung gegenüber einem dazu berechtigten Gremium auf Fragen innerhalb einer Frist
einer gesetzten Frist antwortet. Und es ergibt Sinn, wenn für eine wesentlich ungleiche Behandlung von wesentlich gleichem eine Begründung geliefert wird. Es ergibt dagegen keinen Sinn, wenn sich die Verantwortungsträger dem wirksam entziehen können. Indem der hier vorliegende Antrag Bürgerform in den Stadtbezirken vor der Entscheidung des Stadtrates über die Einrichtung, neue Einrichtung zur Unterbringung von Asylbewerbern zur Regelveranstaltung macht, begegnet er Verwerfung in der Organisiertheit unserer Stadt, zumindest in einem sehr engen, aber vom Potenzial geladenen Bereich und dies recht wirksam. Die Stadtbezirksbeiräte werden dadurch ganz nebenbei gehörig entlastet. Denken Sie mal bitte nach, ob Sie das nicht genauso machen können und stimmen Sie für diesen Antrag. Und wenn Sie in Ihrer Eigenschaft als Hauptorgan einmal etwas in Sachen Umgangsformen nachsteuern wollen, hier der Wortlaut der erwähnten Anfrage. Der Stadtbezirksbeirat Leuben schlägt dem Dresdner Stadtrat vor, eine Einwohnerversammlung zur Erörterung einer Einrichtung, der Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Spurbitz anzuberaumen. Werten Sie einen solchen Text doch einmal, wie Sie wollen. Andere machen das auch. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste in der Fraktionsrunde wäre Bündnis 90 Die Grünen. Kein Bedarf, dann CDU. Kein Bedarf, dann wäre Frau Barko. Auch kein Bedarf. Herr Drees, SPD-Fraktion, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin großer Fan von Bürgerbeteiligung. Ich bin ja in meiner Fraktion da auch zuständig. Ich habe ja auch ein bisschen mit an der Bürgerbeteiligungssatzung arbeiten dürfen. Das ist wirklich ein sehr gutes Instrument. Und genau, Bürgerbeteiligung haben wir ja an vielen Stellen in dieser Stadt auch schon sehr erfolgreich praktiziert. Allerdings geht es der antragstellenden Fraktion bei diesem Antrag um ganz vieles, aber mit Sicherheit nicht um Bürgerbeteiligung. Herr Lichti hat schon darauf hingewiesen, in welchem Rechtsrahmen wir uns hier bewegen, dass wir hier über eine Pflichtleistung der Landeshauptstadt Dresden sprechen. Wenn man der Systematik dieses Antrags folgt, dann müsste man eigentlich auch ein Bürgerforum machen, wenn man plant, eine Kita zu bauen, weil es könnte ja daneben jemand wohnen, der sich jetzt ein bisschen an dem Lärm stört, der dadurch vielleicht stört. Vielleicht müssten wir auch noch mal ein Bürgerforum machen, um zu entscheiden, wem wir eigentlich Wohngeld auszahlen. Auch eine Pflichtleistung der Landeshauptstadt Dresden. Also diese Systematik, die hier vorgeschlagen wird, ist total absurd. Es geht ja aber auch tatsächlich eben den Freien Wählern nicht um Beteiligung. Die Freien Wähler wollen einfach verhindern, dass geflüchtete Menschen in Dresden untergebracht werden. Deswegen haben sie ja auch das Mittel des Bürgerforums aus der Bürgerbeteiligungssatzung gewählt, weil das, was dort nämlich dazugehört, ist, dass sobald ein Bürgerforum eingeleitet ist, der Stadtrat oder der Stadtbezirksbeirat, je nachdem an welche Ebene sich die Entscheidung richtet, 10 Wochen lang keine Entscheidung treffen darf. Das heißt, vor jeder Einrichtung einer Unterbringung für Geflüchtete mit einem Bürgerforum dürfen wir 10 Wochen keine Entscheidung treffen. Ob das tatsächlich funktioniert, ob wir damit tatsächlich noch unserer Pflicht nachkommen können, tatsächlich die Leute, die nach Dresden kommen, unterzubringen, wage ich ja mal sehr zu bezweifeln. Und das letzte Indiz, weswegen es aus meiner Sicht den Freien Wählern nur wirklich nicht um Bürgerbeteiligung geht, ist ja tatsächlich, dass sie auch völlig in allen diesen Debatten darauf verzichten, irgendwelche konstruktiven Vorschläge zu machen, wie es denn gehen könnte, was man denn alternativ machen könnte, wie man denn die Menschen unterbringen könnte, da kommt überhaupt nicht. Es geht einfach nur um destruktiv, es geht einfach nur um verhindern und das machen wir und macht die SPD-Fraktion nicht mit. Dann wäre FDP-Fraktion als nicht, kein Bedarf. Dann hat sich Thorsten Nitsche gemeldet, danach Tilo Kiesling. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Dresdner, wenn hier so oft von Pflichtaufgaben die Rede ist, dann ist es nicht nur alleine die Pflichtaufgabe, die uns bindet. Es gibt uns auch die Möglichkeit, diese umzusetzen und wie diese umgesetzt wird. Das ist eine städtische Angelegenheit. Das entscheiden wir hier vor Ort, denn es ist eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Meine Damen und Herren, wenn wir über Bürgerbeteiligung reden,
dann muss ich daran erinnern an den 19. April diesen Jahres. Am 19. April fand bis ungefähr 0.35 Uhr die Stadtbezirksbeiratssitzung des Stadtbezirks Cotta hier in diesem Haus statt, im Nachbarraum. Nicht in Cotta, hier. Und da sind Dresdner Bürger hingekommen und haben sich engagiert. Und derjenige, der jetzt hier davon spricht, dass man den Willen der Bürger beachten muss, der bedenke, dass zum Beispiel unserer Bürgermeisterin Kaufmann hier 300 Unterschriften übergeben wurden, die sich gegen die Errichtung des Standortes Alt-Gurbitzer Ring gerichtet haben, der Thema dieser Sitzung gewesen ist. Und diese Bürger und die Petentin, die das übergeben hat, hat bis heute keine Antwort bekommen. Kein einziger Mitarbeiter der Stadtverwaltung hat sich bei ihr gemeldet. Was ist das für eine Art der Wertschätzung des bürgerlichen Engagements? Und wir können auch gerne darüber sprechen, Herr Lichti, dass wir ein Bürgerforum machen. Ich mache das gern. Wir organisieren das, wir organisieren die 500 Unterschriften, wir machen das in Cotta, wir finden bestimmt auch einen Raum dafür. Aber dann möchte ich bitte auch, dass beachtet wird, was dort entschieden wird. Und wenn die Bürger sich gegen einen Standort aussprechen, weil sie der Meinung sind, sie sind davon betroffen und sie sind negativ davon betroffen, dann können wir den halt nicht bauen. Und wenn wir den auf dem Alt-Gurbitzer Ring jetzt gerade schon bauen und dort nicht mehr eingreifen können, ja, mein Gott, wir haben damals beschlossen, im Stadtbezirk hat das eine ganz knappe Mehrheit bekommen, Gurbitz ist an der Grenze der Aufnahmefähigkeit. Und diese 48 Plätze, das klingt jetzt unheimlich wenig, aber diese 48 Plätze waren ein wichtiger Diskussionspunkt. Diese 48 Plätze kriegten wir jetzt gerade noch so hin. Das war übrigens ein Antrag von Linke, Grüne, SPD, FDP, ich hoffe, ich habe jetzt alle genannt. Die 48, die sind die absolute Grenze und es gibt keinen weiteren Standort. Und was passiert ein paar Wochen später? Da fährt die Öffentlichkeit auf der anderen Straßenseite, der Kesselsdorfer Straße, auf dem Kapellenweg. Da gibt es den nächsten Standort, der gebaut werden soll und errichtet. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie so mit dem Willen der Bürger und der Stadtbezirksbeiräte umgehen, dann brauchen Sie sich über Politikverdrossenheit absolut nicht wundern. Deswegen meine Forderung, nicht bloß meine Bitte, meine Forderung, stimmen Sie unserem Antrag zu, stimmen Sie für das Engagement der Bürger und wenn Sie dem nicht zustimmen und wir im Bürgerforum in Cotta, in Gurbitz, im betroffenen Stadtteil bekommen und man spricht sich dort klar und deutlich dagegen aus, dann beachten Sie es auch und nehmen Sie Abstand von Plänen, dort weitere Standorte zu errichten. Vielen Dank. Nächster Redner, Thilo Kiesel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich diesen Antrag das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was macht man mit so einem Antrag, der etwas scheinbar Gutes will und wo die Bosheit nur so dahinter vorlug? Denn, liebe Freie Wähler, ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube, Sie lügen. Sie wollen nicht die Bürgerbeteiligung, Sie wollen etwas anderes. Und da komme ich gleich drauf, weil ich an Frau Dagen anknüpfen will. Frau Dagen hat ihren Redebeitrag mit den Worten einer Asylindustrie eingeleitet. Haben Sie das alle gehört? Das ist die Fraktion, die vor kurzem Viktor Klemperer ehren wollte. Mit einer Lesung, Sprache, die für dich denkt. Und dann sagt sie, Asylindustrie. Sie scheint alles, was Viktor Klemperer erforscht hat, verinnerlicht zu haben, aber dann anzuwenden, und zwar auf der anderen Seite. Das ist ganz ärgerlich und das ist so schrecklich, dass ich überhaupt gar nicht mehr zuhören möchte, was Sie hier sagen. Ich glaube Ihnen nicht. Und dann geht sie weiter und dann bringt sie ein Tucholsky-Zitat. Ein Tucholsky-Zitat. Das kommt von 1931. Und in diesem Tucholsky-Zitat kritisiert Tucholsky in der Weltbühne, er kritisiert die Linke, die damalige Linke. Und er kritisiert sie, weil sie nicht mehr in der Lage ist, die einfachen Menschen zu erreichen. Das tut er dort. Und ich will das Ende dieses Zitates lesen. Da steht nämlich, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Dass nun dieses richtige Grundgefühl heute von den Schreihälsen der Nazis missbraucht wird, das ist eine andere Sache. Und ich glaube, Tucholsky hat sie gemeint.
So, Thilo, ich würde mal den Kontext so erstellen, dass das Zitat von Tucholsky war. Ansonsten wäre es jetzt nicht zugelässig gewesen, die Freien Wähler, Freie Bürger als Nazi zu bezeichnen. Ich will es ja nur klarstellen. Gut, machen wir weiter mit Herrn Treves, bitte. Ja, in Reaktion auf das, was Herr Nitsche gesagt hat, mit Blick auf die auf den Standort in Gorbitz-Kapellenweg und die Containerunterkunft, hätte ich gern noch mal eine Aussage von Frau Dr. Kaufmann als zuständiger Bürgermeisterin. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir in der Vorlage beschlossen, dass der Kapellenweg den Containerstandort in Gorbitz ablösen wird. Und jetzt in den zwei Jahren, in denen die Container stehen, ertüchtigt wird, damit das dann eben auch funktioniert, aber dass diese beiden Standorte nicht parallel ans Netz gehen werden. Das stand tatsächlich anders in SZ und DNN. Das heißt, die Artikel habe ich auch gelesen und mich auch auf dieser Grundlage dann Anfragen aus dem Stadtteil bekommen. Habe dann nochmal in die Vorlage geguckt und auch den Bürgerinnen und Bürgern das geantwortet. Aber ich glaube, insbesondere da es aus meiner Sicht auch falsch in der Zeitung stand, ist es nicht schlecht, hier in öffentlicher Sitzung das auch nochmal klarzustellen, wie dort die Planungen am Kapellenweg sind. Okay, würden wir dann machen, wenn wir die Rednerliste abgeschlossen haben. Jetzt erstmal noch Herr Breuer. Ich mache es auch gleich von hier. Der Herr Lichti und der Herr Treves haben sich ja gerade sehr eindeutig für Bürgerbeteiligung ausgesprochen. Das finde ich ja ganz gut. Allerdings habe ich so den Eindruck, dass bei Ihnen die Bürgerbeteiligung eine Ausnahme hat. Und die Ausnahme ist die Bürgerbeteiligung ist dann blöd, wenn der Bürger nicht Ihrer Meinung ist. Und dann endet das in Bürgerbeschimpfung und Verunglimpfung. Und das finde ich unakzeptabel. Danke. Das wiederum veranlasst Frau Dagen und dann Herr Dr. Schulte-Wissemann. Also ich möchte hier nochmal festhalten, Sie haben das, Herr Donhauser, sehr gut nochmal in Worte zusammengefasst. Das eine war das Zitat von Kurt Tucholsky. Ich kenne im Übrigen natürlich das gesamte Zitat, so, naja, müssen wir nicht drüber reden. Eigentlich bin ich auch zu hochmütig, jetzt mich dazu nochmal zu äußern. Aber diesbezüglich, ich möchte es gerne fürs Protokoll nochmal festhalten, dass wir hier wieder in der Moralfalle gelandet sind. Herr Kiesling, Sie haben mich als Nazi bezeichnet. Ich kann damit durchaus umgehen. Wir können auch gerne nochmal andere Begriffsdiskussionen dann andernorts weiterführen. Auch der Begriff des Faschismus ist nicht unbedingt nur auf eine politische Richtung anzuwenden. Belassen wir es einfach dabei. Wie gesagt, wir sehen uns andernorts. Danke. Zu Herrn Kiesling hatte ich schon meine Worte gesagt. Herr Dr. Schulte-Wissemann, bitte. Herr Bürgermeister, keine Angst, ich brauche nicht lange. Ich möchte nur einen Zungenschlag, der hier im Raum steht, deutlich widersprechen. Es wird hier immer gesagt, Bürgerbeteiligung ist wichtig. Wir, den Freien Wähler oder Bürger, wie die heißen, und AfD, Bürgerbeteiligung wichtig, Bürgerforum. Es gab in Dresden ein einziges Bürgerforum. Keine Angst, ich werde jetzt nicht das Spielfeld wechseln. Aber es gab ein Bürgerforum, da haben 95% haben sich für etwas, nämlich das Sachsenbad, ausgesprochen. Und es hat die Freien Wähler und es hat die AfD nicht die Bohne interessiert. Es hat sie nicht die Bohne interessiert. Sie haben gesagt, ach, das waren irgendwelche Omas aus Pieschen, das ist uns doch egal. So, also so viel dazu, wie Sie Bürgerbeteiligung ernst nehmen. Dankeschön. Bevor die Verwaltung das Wort dann doch Herr Kühn übernehmen, was die Fragen Herrn Treves angeht, Geschäftsordnungsantrag, Frau Arnert, bitte. Ich hatte befürchtet, dass das jetzt weitere Redner bringt. Ich bitte um Ende der Debatte. Wir haben heute noch eine Menge zu tun und fast nichts geschafft. So, dann lasse ich das abstimmen. Wer ist für Ende der Debatte? Mit 30 Ja, 13 Nein, 16 Enthaltung, so mehrheitlich angenommen. Und wir würden jetzt Herrn Bürgermeister Kühn noch mal zu den Fragen von Herrn Treves hören und dann in die Abstimmung gehen. Ja, sehr geehrter Herr Treves, meine Damen und Herren, wenn von Kapellenweg die Rede ist,
wird das leerstehende städtische Objekt Uthmannstraße 26 bis 28 gemeint. Jedenfalls läuft das unter der Adresse bei uns. Und hier hat der Stadtrat ja unlängst entschieden, zusammen mit der Blasewitzer 60, dass wir das als Stand-by-Kapazität aufbauen wollen für die Unterbringung von Geflüchteten. Die Machbarkeit wird jetzt vertieft geprüft. Und entsprechend würden ja dann auch nochmal entsprechende Vorlagen kommen, wenn es zum Beispiel um eine Einlage in die Stesat geht, um dort dann die Sanierung über die Stesat durchzuführen. Wer das Objekt kennt, weiß, dass das kurzfristig überhaupt nicht aktivierbar ist. Insofern war von Anfang an und ist auch unverändert die Strategie, dass wir übergangsweise, vorzugsweise eben 24 Monate, die mobilen Raumeinheiten benötigen, um in der Zeit sozusagen leerstehende, dafür in Frage gekommene Objekte zu sanieren, um sie dann eben zu aktivieren. Denn die mobilen Raumeinheiten, die wir in der Zwischenzeit jetzt gemietet haben, sind ja eine sehr teure Form der Unterbringung. Und deshalb ist es der beste Weg, wenn wir nicht irgendwo Kapazitäten anmieten oder kaufen müssen, oder uns fremd einmieten müssen in andere Objekte, sondern wenn wir sozusagen städtische Grundstücke und Objekte selber für diese Aufgabe zur Verfügung stehen. Insofern wird es rein vom Zustand des Gebäudes und von den Prozessen der Planung und baulichen Umsetzung gar nicht möglich sein, dass parallel zu der mobilen Raumeinheit, die jetzt im Januar in Betrieb geht, die Uthmannstraße 26, 28 Flüchtlingsunterbringung wird. Muss man sich vor Ort nur angucken, dann ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Antrag Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 28 Ja, 32 Nein, 4 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden.